Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ach, ist das schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video. Heute hier, das natürlich vollkommen kostenlos ist. Das ist mein Geschenk für dich, dass es dir besser geht, dass du Zusammenhänge erkennst, dass du wieder klar sehen kannst, dass du mehr und mehr auch verstehst, wie das Leben wirklich funktioniert. Und so eine toxische, narzisstische Beziehung ist der Turbo-Schleudergang in ein wirklich neues, glückliches Leben. Also es gibt kaum etwas, was dich schneller, natürlich auch kaum was, was dich schmerzhafter in deine Freiheit bringen kann, als so eine leidvolle Beziehung. Thema heute wird sein, dass Problem mit der bedingungslosen Liebe oder dieser Irrtum mit der bedingungslosen Liebe. Weil ich bekomme auch immer wieder E-Mails oder in Kommentaren steht es auch immer wieder mal drin. Ach Mensch, warum hacken wir denn immer auf diesen Narzissten rum? Das sind auch ganz arme Seelen und die brauchen doch nur Liebe. Also wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich auf die Narzissten nicht rumhacke, sondern dass ich stets bemüht bin, diese Zusammenhänge nicht verletzend oder abwertend zu beschreiben und dass die narzisstischen Menschen auch ihre Themen haben. Und natürlich sind wir hier alles Menschen, wir sind alle Menschen, auch ein Narzisst ist ein Mensch, auch ein Psychopath ist ein Mensch. Die haben alle in sich drin eine Seele und die sind alle als unschuldige Babys geboren worden. Die sind nicht als Narzisst oder Psychopath geboren worden. Und das schon mal vorab. Und dass eben, um nochmal auf diese bedingungslose Liebe zu kommen, dass eben gesagt wird, ja, diese Menschen, die brauchen einfach nur Liebe, die müssen einfach nur geliebt werden. Das ist das, was denen fehlt und die muss man jetzt nicht abwerten und denen muss man doch helfen. Die sind doch selber so verletzt und so traumatisiert und so weiter. Und da ist eine Riesenfalle. Da ist eine Riesenfalle. Ich erkläre mal, warum. Natürlich brauchen diese Narzissten, Psychopathen und alle anderen Menschen, die bewusst oder unbewusst verletzen und Leid erzeugen, Liebe. Natürlich brauchen sie diese Liebe. Aber diese Liebe, die müssen sie als allererstes für sich selbst empfinden. Das muss aus diesen Menschen herauskommen für sich selbst. Genauso wie du deine Liebe zunächst immer erstmal für dich selbst fühlen musst, bevor du einen anderen lieben kannst zu 100%, musst du es auch mit dir selber tun. Da musst du sagen, nein, 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 ich liebe den anderen zu 100%. Wenn du ein Thema mit einem narzisstischen Menschen hast, geht das nicht. Dann nimmst du den anderen wichtiger als dich selbst. Du kannst nicht in einer toxischen, leidvollen Beziehung sein, wenn du dich zu 100% selbst liebst. Das geht nicht, weil dann würdest du sagen, stopp, dann würdest du dich nicht verletzen lassen, dann würdest du dich nicht treten lassen und rausgehen, dann würdest du dich auch nicht schuldig fühlen dabei. Das ist also nicht möglich, dass du dich 100% liebst. Auch wenn es sich so anfühlt, ich liebe den anderen mit Haut und Haaren, das ist wieder diese Bedürftigkeit des inneren Kindes, dieses sich selbst vergessen, sich selbst verraten, sich selbst aufgeben, die Selbstaufgabe für den anderen Menschen. Und das ist aufgrund deiner Kindheitserinnerung in dir als Liebe abgespeichert. Auch das Liebeschmerz ist es abgespeichert. Also, nochmal langsam. Der Narzisst braucht Liebe. Na klar, das ist das, was ihm fehlt. Aber es fängt immer bei einem selbst an. Wie innen, so außen. Es muss immer bei dir selbst anfangen. Und wie willst du denn einen Narzissten daraus lieben, wenn du selbst für dich nicht diese Liebe hast? Und ein Narzisst muss auch für sich diese Liebe fühlen. Den kannst du zuschütten. Du hast doch gemerkt in der Beziehung, das ist ein Fass ohne Boden. Ja, das sind eben auch diese Bilder, die ich mit meinen Klienten immer wieder sehe. Dass diese Narzissten wie ein schwarzes Loch in sich haben oder vor einem Abgrund sitzen. Und du versuchst dann mit deiner Liebe, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Geben und Geben dieses Loch zuzuschütten, aufzufüllen. Das ist aber wie ein Fass ohne Boden, das wird nie reichen. Du kannst dich totleben
Und der Narzisst, es würde nicht reichen, weil von außen gegebene Liebe er in dem Sinne nicht aufnehmen kann. Jetzt wirst du sagen, ja, Moment, aber Liebe nährt doch. Okay, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. In der Zeit deiner Kindheit, wo du wirklich abhängig bist, du bist physisch und psychisch abhängig von deinen Eltern. Das ist so. Als Kind bist du ja nicht selbstständig. Als Kind kannst du nicht alleine überleben. Als Kind kannst du nicht sagen, ich nehme mir eine Eigentumswohnung und versorge mich hier selber. Als Babykind, bis du erwachsen bist, bist du von den Eltern abhängig. Und vor allem auch abhängig von deren Aufmerksamkeit, Liebe und all das. Und in der Zeit der Kindheit braucht ein Kind Liebe. Ein Kind ist unschuldig, ist noch nicht fähig, die Liebe aus sich selber heraus zu kreieren, zu generieren. Das kann ein Kind noch nicht. Ein Kind braucht wirklich von außen die Liebe. Das muss geliebt werden, das muss körperlich gestreichelt werden, das muss aufgebaut werden, gelobt, ermuntert. Es braucht natürlich auch Nahrung, Kleidung, ein Zuhause, Spielsachen, Anregung. Das braucht ein Kind von außen. Das kann ein Kind nicht selbst produzieren. In der Kindheit ist das so. Da kann man jemanden durch Liebe, Aufmerksamkeit wirklich aufbauen. Ja? Und im Erwachsenenalter ist es so, dann wird man erwachsen und dann hat man die Aufgabe, diese Liebe sich selbst zu geben. Natürlich ist es dann immer noch schön, wenn von außen Liebe kommt. Und auch die Liebe von außen, die nährt natürlich auch. Die ist schön, die schmeichelt, die nährt uns auch. Aber eine Liebe von außen würde nie dieses Defizit im Inneren auffüllen können, weil das ab dem Zeitpunkt, wo wir erwachsen sind, unsere Aufgabe ist. Das ist dann deine Aufgabe, deine Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen und dir das selber zu geben. Dann ist es nicht mehr Job von Mama und Papa, dir das zu geben. Und wenn in der Kindheitszeit da nicht genügend da war und du hungrig und leer aus der Kindheit rausgehst, dann können nicht stellvertretend für Mama und Papa ein Partner dir das geben, was eigentlich Mama und Papa dir hätten geben sollen, was du gebraucht hättest. Ab dem Zeitpunkt, wo du erwachsen bist, kannst nur du das selber. Das ist dieser Unterschied. Und der Narzisst, der ja auch erwachsen ist, kann der das auch nur selber. Der hätte genauso wie du die gleiche Aufgabe, seine Wunden anzuschauen, das zu heilen, das aufzufüllen, sein inneres Kind zu füllen, zu nähren. Wir wissen alle, dass die Narzissten so eine Riesenmauer ums Herz haben. Nochmal so eine fette Mauer drum um Gefühle, nochmal eine fette Mauer um Erinnerungen. Um ja nicht an diese Leere und Hilflosigkeit, Ohnmacht der Kindheit ranzukommen. Das war deren Strategie. Deine war eine andere, war dieses Lieben, sich selbst aufopfern für den anderen, zu viel fühlen. Ja, die Verletzungen in euch sind die gleichen. Es wird oft gesagt, oh Gott, bei Narzissten muss ja noch schlimmer sein. Also was ich hier in der Praxis für Verletzungen erlebe in der Kindheit, die sind nicht, die können gar nicht schlimmer sein als beim Narzisst. Das ist widerspiegelbildlich. Also so verletzt wie der Narzisst ist, bist du es auch. Verdammt. Ja, du, es ist nur eine andere Strategie. Und damit der Narzisst natürlich das da rankommen würde, müsste, um das zu heilen, um sein inneres Kind, was da drinnen ganz einsam hockt, überhaupt zu finden, der hat ja den Kontakt dazu verloren durch 10 Schichten dicke Mauern. Müsste das ganze Konstrukt zusammenfallen, müsste das Konstrukt Narzisst zusammenbrechen, müsste er sein Größenselbst, sein künstlich erschaffenes Selbst zusammenbrechen lassen. Und er würde dann so zusammenbrechen müssen, so wie du jetzt schon zusammengebrochen bist. Verstehst du? Es ist immer wieder dieses Spiegeln, immer wieder das Gleiche, nur zeitverzögert. Ob der Narzisst das macht oder will. Das ist nicht deine und unsere Aufgabe. Aber ich erkläre rein theoretisch, wie es gehen würde. Ja, man kann den Fokus nur auf sich
lenke. Und dem Narzisst, wie gesagt, es wird nicht gelingen, ihn mit Liebe zuzuschütten, dass er dann heilt und einfach geliebt ist. Er kann ja die Liebe nicht annehmen. Diese Erfahrung hast du ja gemacht. Er tritt ja alle Menschen, die ihn lieben oder die ihm Liebe schenken. Das kommt ja noch mit dazu. So, dann, was wollte ich noch sagen? Genau, also diese bedingungslose Liebe fängt bei dir an. Erst wenn du dich bedingungslos selber lieben kannst, kannst du auch andere bedingungslos selbst lieben. Und dieser Weg der Selbstliebe, der geht irgendwo dein ganzes Leben. Du wirst immer wieder aufgefordert sein, dich wirklich selber zu lieben, dich wertzuschätzen, auch wenn du mal versagst oder wenn du mal Blödsinn baust, dich trotzdem selber zu lieben, bedingungslos zu lieben. Und wenn du das dann kannst, kannst du auch den anderen bedingungslos lieben. So, jetzt kommt die nächste Falle. Bedingungslos lieben heißt nicht, ja, wenn viele sagen, naja, oh, er ist ja so böse zu mir und er verletzt mich ja und ich bin noch nicht gut genug, ich kann ihn noch nicht bedingungslos lieben, ich hasse ihn noch dafür oder ich finde das noch scheiße und ich fühle mich dann verletzt, ich liebe ihn noch nicht bedingungslos. Das ist eine Riesenfalle. Es fängt immer bei dir an. Wenn du dich selber bedingungslos lieben würdest, dann würdest du ein respektloses, verletzendes Verhalten von dem anderen nicht respektieren können. Weil du dich liebst, weil du dich bedingungslos liebst, könntest du das nicht aushalten. Die bedingungslose Liebe fängt immer bei dir an. Und bedingungslos lieben heißt nicht, treten, verletzen und in die Tonne hauen zu lassen und zu sagen, noch während du in der Mülltonne sitzt, aber ich liebe dich. Das ist keine Liebe, weil du dich verletzt, weil du dir eine reinhaust. Es ist immer wie innen so außen, es fängt immer bei dir an. Und das ist nicht egoistisch, das ist auch nicht narzisstisch, das ist Selbstliebe. Denn ich sag dir mal an einem Beispiel, wie es aussehen würde, wenn du dich bedingungslos lieben würdest und das mit dem toxischen Partner oder mit welchen Situationen, mit welchen Menschen in deinem Leben auch immer praktizieren würdest. Die Liebe würde sagen, ich liebe dich so wie du bist. Ich sehe, du bist ein Mensch, der verletzt. Ich sehe, du bist ein Mensch, der betrügt und ein Mensch, der mir nicht gut tut. Und ich lasse dich so sein, wie du bist. Ja, ich liebe dich auch so, wie du bist, aber ich weiß, dass du für mich gefährlich bist. Jeder Kontakt mit dir würde mich noch viel, viel mehr verletzen, würde mich runterziehen. Da würde ich mich selber verraten, wenn ich bei dir bleibe. Und ich sehe, dass du so bist, wie du bist. Und du kannst ihn trotzdem lieben, aber aus der Entfernung. Das ist eine Liebe aus der Entfernung, eine Liebe auf Distanz. Wenn du dich bedingungslos liebst, ich kann dich einfach nur einladen, das zu erleben, kannst du alles andere auch nicht mehr hassen. Und das ist eine Form von Liebe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt meinen Peinigern oder irgendwelchen Vergewaltigern oder Menschen, die einen fast erstochen oder sonst was haben, also es sind jetzt nicht meine Geschichten, es sind nur Beispiele, würde ich um den Hals fallen und sagen, ich liebe dich. Nein, ich kann die in Liebe gehen lassen. Ich kann die segnen auf ihren Weg. Und das ist so heilsam und das ist weder naiv noch verrückt. Das ist einfach heilsam. Und deswegen hoffe ich, dass du hier nicht nur mit dem Kopf zugehört hast, sondern eben auch mit dem Herzen. Also bedingungslose Liebe heißt nicht, oh, ich muss ihn bedingungslos lieben, ich muss alles aushalten, ich muss die Zähne zusammenbeißen, ich muss mich üben. Bedingungslos lieben heißt, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Und das heißt, in gesunden Beziehungen auch drüber hinwegzugehen. Ja, mein Partner ist so, aber ich liebe den trotzdem. Aber mein Partner regt mich manchmal total auf. Er bringt mich auf die Palme, aber ich liebe den trotzdem. Und wenn dein Partner eben Verhaltensweisen hat, die nicht nur irgendwelche Luxusproblemchen sind, sondern die für dich gefährlich und verletzend sind, kannst du sagen, oh Mann, ich liebe diesen Menschen, aber ich muss mich jetzt in Sicherheit bringen
Und so traurig das auch ist und so sehr ich mir auch wünsche, dass er eigentlich anders wäre, aber da ich mich selber liebe, muss ich auf Abstand gehen und kann den anderen aus einer sicheren Entfernung trotzdem weiterleben. Und das sind so die Fallstricke der bedingungslosen Liebe. Du kannst deinen anderen lieben, nur Menschen nur genauso sehr lieben und wertschätzen wie dich selbst. Und du kannst von anderen auch nur in dem Maß geliebt werden, wie du dich selber liebst. Das ist einfach so. Und diese Zusammenhänge habe ich auch ewig, ewig, ewig nicht kapiert. Gedacht, liebe dich selbst, ja, und dann, wie soll das gehen oder was ist damit gemeint? Und es hat auch eine Weile gebraucht, einen Bewusstwerdungsweg gebraucht, den ich ja auch hinter mir habe. Also es ist nicht so, dass das jetzt sofort der Groschen fällt. Deswegen hör dir auch die Videos gerne öfter an und du wirst verstehen, wie ich es meine. Und du kannst es sowieso nicht hier verstehen, sondern nur hier im Herzen verstehen. Indem du anfängst, deinen Schmerz zu lösen, deine Wut, deinen Hass zu lösen, zu erkennen, wer du wirklich bist, wie wertvoll du wirklich bist. Und wenn du das erkennst, wer du bist und was für ein strahlender Diamant du bist, kannst du dich nicht mehr verletzen, dann kannst du dich nur lieben, dann kannst du Verletzungen nicht mehr zulassen. Aber du kannst trotzdem diesen Menschen in Liebe gehen lassen. Auch wenn du siehst, der hat einen guten Kern. Und alles andere ist halt ein absolutes No-Go für dich. Ja, wenn du immer noch das Bedürfnis hast, ihn zu retten, rauszuleben, das ist dein Helfersyndrom. Das ist dein, wie soll ich sagen, ja, das ist dein Helferimpuls, das ist dein Rettungsimpuls, das wollte ich sagen, den du in der Kindheit gelernt hast. Mama retten, Papa retten, beschützen. Was hast du nicht ausgehalten? Welchen Schmerz von deinen Elternteil konntest du nicht mehr ertragen? Wo musstest du jemanden retten, um am Ende selber überleben zu können in deiner Kindheit? Ja? Gut, lass das bitte mal sacken. Lass das Video wirklich mal wirken. Das ist jetzt harte Kost. Schreibt mir gerne Kommentare. Es ist mir klar, dass ich bei vielen was antriggere. Es ist mir klar, dass auch sicherlich negative Kommentare jetzt kommen. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Und alles ist erlaubt, alles ist wichtig. Jedes Puzzleteilchen führt dich Schritt für Schritt immer mehr. Und du wirst dich vielleicht manchmal nach Wochen, nach Monaten vielleicht an dieses Video erinnern, wirst sagen, Moment, da war doch was mit der bedingungslosen Liebe. Das muss ich mir nochmal anhören. Und wenn du mit deiner Entwicklung weiter vorangegangen bist und du hörst dieses Video nach ein paar Wochen, Monaten oder vielleicht nach einem Jahr nochmal an, dann werden noch mehr Groschen klickern. Dann wird noch mehr sich das Puzzle zusammensetzen. Dann wird es noch klarer sein, dann wirst du Worte, Zusammenhänge ganz anders heraushören, als es heute vielleicht der Fall ist, wo du immer noch so Ming, Bing, Fragezeichen hast. Was so, verstehe ich jetzt nicht. Okay? Gut, lass das erstmal sacken. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn es dir geholfen hat, wenn dich dieses Video bereichert hat. Es soll dich hier aufbauen, es soll dich wachrütteln, es soll dich weiterbringen. Manchmal muss man Klartext reden, manchmal tut die Wahrheit auch weh, aber die Wahrheit ist das Einzige, was heilt. Okay, lass es dir gut gehen. Ich freue mich aufs nächste Video. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Guck dir weitere Infos an auf meiner Webseite liebenohneleiden.de oder auch auf haus-mariposa.de. Mein Name ist Katja Amberg. Schreib mir auch gerne eine Mail, falls Terminwünsche vorhanden sind, an verwandlung@haus-mariposa.de. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.